Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Geschäftsfreunde, sehr geehrte Frau Vizebürgermeisterin Vasilakou, ein herzliches guten Morgen an unserem Stand zu einem kleinen Wiener Frühstück, wo wir Sie heute ganz herzlich begrüßen. Das Thema Handel und Stadt ein bisschen in den Fokus bringen. Und da fällt mir eigentlich zuallererst auch ein, dass man ja heute sehr viel Kritik eigentlich jetzt erstmal übt, was Handel und Stadt in der Beziehung anbelangt. Aber wir müssen ja immer auch dran denken, dass wir sehr gut funktionierende Städte einfach haben in Europa, um die uns viele beneiden. Da ist einfach Leben auch entstanden über die Jahrhunderte und hat sich entwickelt. Nur in letzter Zeit ist eben der Druck auf Stadt durch verschiedene Veränderungen sehr stark geworden. Und da stellt sich, glaube ich, jetzt die Frage, wie bekommt man diese Funktionen Leben, Arbeiten, Wohnen, Einkaufen einfach unter einen Hut? Ich denke, dass das Spannendste für unsere Städte derzeit ist, das unglaubliche Wachstum der Städte zu verzeichnen haben. Wir wissen alle, dass bis zum Jahr 2050 etwa 70% der Weltbevölkerung bereits in Großstädten leben wird. Und das bedeutet natürlich, dass unsere Städte, das ist eigentlich meine allererste These, eigentlich genau genommen, das wissen wir alle, in zwei Richtungen wachsen können. Sie können entweder in die Breite wachsen oder in die Höhe. Also ich bin eine Anhängerin der These, wir sind gut beraten, unsere Städte in die Höhe wachsen zu lassen. Denn in die Breite zu wachsen bedeutet natürlich eine Vielzahl von Problemen, nicht zuletzt aber auch das Ende der Urbanität. Und das, was wir gelernt haben aus den Fehlern vergangener Jahrzehnte, ist, dass es zunächst einmal unbedingt eine robuste Mischung braucht. Genau jene robuste Mischung, die wir alle kennen aus der gründerzeitlichen Stadt. Das heißt, flexible Nutzungen und allem voran Stadtteile, in denen Wohnen, Arbeiten, aber auch Freizeit nicht nur möglich ist, sondern attraktiv ist. Sie müssen öffentlich, mit öffentlichen Verkehrsmitteln sehr gut erschlossen sein, beziehungsweise es braucht integrierte, moderne Mobilitätskonzepte. Wir versuchen etwa bei allen neuen Stadtteilen aktuell in Wien Carsharing zum Beispiel anzubieten, innerhalb des Stadtteils als Selbstverständlichkeit. Wie werden eigentlich schlussendlich Projekte, Quartiere entwickelt? Es gibt Wohnbaugesellschaften, die bauen Wohnungen. Es gibt Immobilienentwickler, die hauptsächlich Büros entwickeln. Es gibt Handelsentwickler, die entwickeln am liebsten nur Handelsflächen. Ja. Was mir fehlt, sind eigentlich Quartiersentwickler, Regionalentwickler, die genau dieses Thema gemeinschaftlich sehen und den von uns angestrebten Hybrid, der in der Automobilindustrie schon seit Jahren ein Thema ist, das überhaupt nicht mehr wegzudenken ist, auch in der Architektur einzuführen. Die Frau Vasilakou hat auch das Gründerzeithaus genannt. Das ist auch eins meiner Lieblingsbeispiele, wenn es um Multifunktionalität geht. Große Raumhöhen, gute Belichtung, das werden einfach Flächen geschaffen, die heute eine Wohnung sind, morgen ein Büro, übermorgen ein Atelier und vielleicht auch einmal eine Handelsfläche. Ja. Die Gebäude stehen seit 100 Jahren oder länger und funktionieren immer noch wunderbar. Genau dort müssen wir wieder hin, weg von dieser monofunktionalen Struktur. Aber dazu braucht es auch in der Entwicklung eigene Strukturen von Developern, die genau diese Themen auch miteinander verbinden und die aufhören, immer in ihrer eigenen Schiene zu arbeiten. Es wird geplant und ganz am Ende der Planung sagt man, ja, hier könnte man noch ein bisschen Handel hingeben. Das funktioniert dann auch nicht. Nicht? Wenn nur eine Profession allein vertreten ist, ich möchte das Beispiel Gasometer nennen, was zwar großartige Architekten entwickelt haben, aber letztendlich einfach vergessen hat, wie Handel funktioniert. Handel ist vielleicht eine der Urfunktionen einer Stadt oder die entsteht, wenn eine Stadt gut funktioniert. Und ich glaube, dass es sinnvoll sein kann, Handelsspezialisten sehr, sehr frühzeitig bei einem Projekt mit dazuzunehmen. Ich glaube, dass auch Shoppingcenter in Zukunft viel mehr den Außenbezug, den Bezug zur Umgebung noch viel mehr integrieren müssen, dass sie noch viel mehr die Tageslichtkomponente in ihren Planungen mit einbeziehen müssen und viele Gesetzmäßigkeiten, die wichtig sind, auch die Multifunktionalität wird eine wesentlich größere Rolle spielen.
Aber ich glaube, dass es der richtige Weg ist und das finde ich einzigartig, was die Stadt Wien hier in einer gemeinsamen Gesellschaft mit uns macht, dass wir Wien-Astbahn beginnen, einfach um eben einen Misserfolg hoffentlich zu verhindern, rechtzeitig in Planungen mit einbezogen werden und dort eine Erdgeschossplanung machen. In Altstadtteilen, ja, also in der fertig gebauten Stadt, wollen wir es so formulieren, ist das natürlich eine relativ einfache Aufgabe. Relativ einfach, weil es natürlich hier eine Vielzahl von Faktoren gibt, ob eine Einkaufsstraße funktioniert oder nicht. Aber ein probates Mittel, um in diesem Bereich meistens dafür zu sorgen, dass es auch Erfolg gibt, ist Verkehrsberuhigung. Man muss dafür sorgen, dass die Straße, die Einkaufsstraße einfach eine Aufenthaltsqualität hat, dass es Wasser gibt, übrigens ein großes Thema, dass es einladend ist für Menschen, zu flanieren, zu Fuß zu gehen, ein Stück weit auch sitzen zu bleiben. Genau das ist es, was die Kundschaft bringt. Verweilqualität ist das A und O, damit man in der gebauten Stadt dafür sorgt, wie gesagt, dass ein Einkaufsviertel, eine Einkaufsstraße funktioniert. Weit schwieriger ist es meiner Meinung nach, wenn man versucht, aber Stadt eigentlich von Null weg entstehen zu lassen. Und ich glaube, da brauchen wir uns nicht in den Sack zu lügen. Es ist eine schwierige Aufgabe und es ist eine Aufgabe, die öfter misslingt als gelingt. Schlussendlich aus städtebaulicher Sicht, aus der Sicht eines Stadtentwicklers, muss ich dafür sorgen, dass eigentlich dort, wo Menschen unterwegs sind, auf der Straße einfach Leben ist. Und da spielt natürlich der Handel eine zentrale Rolle. In bestehenden Strukturen passiert das, wie Sie eingangs erwähnt haben, schon teils chaotisch, ja, aber nicht negativ chaotisch, sondern sehr positiv, sehr kreativ. Der öffentliche Raum muss einfach eine viel höhere Qualität haben. Da muss man auch dazu sagen, das ist in Wien vernachlässigt worden, sträflichst. Ja. Man sieht jetzt mit der Diskussion auch zur Marie-Hilfer-Straße, dass das ein wichtiges Thema ist und ich finde auch gut, dass das diskutiert wird, dass es überhaupt eine Diskussion zum öffentlichen Raum gibt. Ja. In Summe glaube ich, dass sich beide Bereiche, die Stadtentwicklung und die Architekten und auch der Handel selbst, großartig annähern und daher gibt es die urbane Entwicklung, die Entwicklung in Städten. Man erkennt, dass Handel eine wichtige Funktion hat und ich glaube, der Handel und Handelsentwickler oder Handelsimmobilienentwickler erkennen, was für großartige Chancen Städte bieten. In Wien haben wir ein gewisses Privileg. Wir haben nicht nur neue Stadtteile in Randlagen, sondern wir haben die Möglichkeit, neue Stadtteile im Herzen der Stadt entstehen zu lassen. Ich denke hier etwa an den neuen Hauptbahnhof, nicht? Also ein Quartier, in dem 20.000 Menschen arbeiten werden und weitere 13.000 wohnen werden. Oder an den neuen Nordbahnhof. 20.000 Arbeitsplätze, 20.000 übrigens Menschen, die dort wohnen werden. Also wir sprechen jetzt von Arealen, die bis vor kurzem in Wahrheit Barrieren im Inneren der Stadt waren. Das bedeutet, dass immer wenn ich ein neues Viertel entstehen lasse, Freiraumplaner von Anfang an in die Planung mit einbeziehe. Sie müssen einfach von Anfang an Teil eines Teams sein. Und ich gehe sogar so weit, als dass ich sage, in einer modernen Planung würde ich zunächst einmal das Freiraumkonzept machen und erst dann beginnen, sozusagen mir Gedanken zu machen, darüber, wie die einzelnen Objekte jetzt ausgestaltet sein sollen. Also wir werden oft auch nicht gerne gesehen in Entwicklungen von Projekten, wenn wir blöde Fragen stellen. Ja. Ich sehe aber auch die Aufgabe von uns als Architekten, einfach auch Fragen zu stellen, das Ding einfach vielleicht einmal umzudrehen, von der anderen Seite anzuschauen und nachzudenken, sind wir da am richtigen Weg oder gehen wir da in eine Sackgasse. Ja. Da werden wir oft als Verhinderer und der Zeitplan drängt und. Ich glaube, Handel, wenn er rechtzeitig mit eingebunden ist, kann er großartige Arbeit leisten, sowohl eine Architektur lebendiger zu gestalten, aber noch viel mehr eine Stadt, Sie verwenden immer das Wort spannend, ja, eine Stadt spannend, abwechslungsreich und lebendig zu gestalten. Und diese Chance sollte man den Handelsentwicklern geben, ja, rechtzeitig dabei zu sein und auch das ein oder andere Mal aus der Sicht des Nutzers, ja, der später dort Händler sein soll oder seine Kunden sind Händler, rechtzeitig es mit einbezogen zu haben, weil sie würden wohl kein privates Haus bauen, ohne den späteren Nutzer des Hauses zu fragen, wie er es denn gerne hätte. Ja.
Ich danke Ihnen, Frau Vasilakou, Herr Zechner, Herr Wild, für die Diskussion, die bestimmt auch anregend war. Vielleicht haben Sie Fragen. Wenn Sie Fragen haben, gerne. Wir haben noch kurz auch Zeit dafür, sie zu beantworten. Danke.